Es war für beide Teams ein langer, harter und strapaziöser Weg, der nun den finalen Kampf erfordert. Der erste FC Nürnberg gegen den BVB im Mercedes-Benz Stadium, Heimstätte von Atlanta United. Und dann freuen wir uns hoffentlich auf ein spannendes Duell. Der BVB, er versuchte hier die Partie an sich zu reißen von Beginn an. Und Nürnberg versteifte sich zunächst auf die Defensive. DD setzt sich da ziemlich gut durch. Legt nochmal quer zu Guerrero. Und das ist das 1:0. 14. Spielminute. Der Führungstreffer für den BVB. Martinha ohne eine Chance. Stark abgeschlossen und der Ball findet den Weg ins Tor. Die Führung im Finale für den BVB. Der 1. FC Nürnberg hatte daran, kurz zu knabbern. Jetzt in der mittleren Hälfte des ersten Durchgangs aber wurden sie besser. Max Morlock, schöner Ball zu Robin Hack und was für eine Parade von Roman Bürki. Verhindert hier mit allem, was er hat, den Ausgleich. Das war ein guter Schuss, aber eine noch umso bessere Parade. Der Ausgleich denkbar, aber dann DD, der hier völlig frei auftaucht vor Martinha und erhöht. Dortmund war einfach die kältere Mannschaft. Und der 1. FC Nürnberg stellte sich dann hinten nicht gut an. Toller Ball hier. Gute Mitnahme dann von DD. Martinha bleibt nur noch das Nachsehen. Kann da nichts machen. Und schaut den Ball hinterher, der im Netz einschlägt. 2:0 stand es dann zur Pause. Es war noch genug Zeit da für den 1. FC Nürnberg. Und die Möglichkeiten bestanden ja auch tatsächlich. Aber sie haben es verpasst, den Treffer zu erzielen. Borussia Dortmund wollte aber keine Fragen mehr offen lassen und lief früh an. 50. Martinha mit einer Unsicherheit. Geis nicht gut geklärt. Axel Witzel aus der zweiten Reihe. Schöner Dropkick. Aber Martinha ist aufmerksam und hält ihn ohne Probleme fest. Der 1. FC Nürnberg fand aber nicht die Mittel, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Stattdessen wieder Dortmund. Axel Witzel, Hazard, trifft den Ball aber schlecht. Touchiert ihn nur, Martinha schmeißt sich auf den Ball. Aber wo kam das Aufbäumen? Wann kommt der Ball, der hier möglicherweise noch zu etwas Spannendem in der Endphase führen kann? 70. Minute. Hazard mit der Möglichkeit zum 3:0. Aber auch die Entscheidung, sie wollte noch nicht fallen. Wir springen in die Schlussphase. Jetzt müsste ein Doppelschlag herhalten. Hack und Petrak versuchen sich dran. Piszczek ist aufmerksam. Haaland verliert den Ball an Behrens. Guter Ball, Schleusener. Aber das ist viel zu wenig. Und es kam auch nicht mehr. Es blieb bei diesem 2:0. Der BVB setzt sich durch, gewinnt die Derby League, die zum Ende hin nicht mehr viel mit Derby zu tun hatte. Aber es ist ein verdienter Turniersieg für den BVB. Sie haben kein einziges Spiel verloren, nur einmal unentschieden gespielt gegen den Rivalen vom FC Schalke 04. Der 1. FC Nürnberg war heute einfach die schlechtere Mannschaft und muss sich dann damit abfinden, dieses Duell hier verloren zu haben. Jo, dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für die Leute, die noch zuschauen oder zuhören. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Jetzt geht's wieder mit richtigen Spielen los. Also Testspiele und Champions League ja sowieso. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und adios.